Willkommen bei mir im Studio, ich bin der Twan und heute geht's wieder um Pokémon. Wir schauen heute an, was wir so in Produkte investieren können, was für Produkte ich investiert habe und wie die Preise sich entwickeln auf dem Markt, bei Card Market beispielsweise. Das Ganze, wie gesagt, ist meine Meinung. Ob das stimmt, würden wir dann schauen. Wir machen heute auch noch ein Experiment. Ob das Ganze dann in einem halben Jahr, ob das dann wirklich so entwickelt, wie ich denke, können wir dann schauen, was sich da ergeben hat. Ich habe da ein paar Produkte vorbereitet. Das erste Produkt schauen wir das jetzt gleich an. Hier ist der Price Pack, erste Serie vom Play Pokémon. Wirklich eine geile Booster mit den drei Artworks. Darum habe ich sie mir auch geholt. Ich habe es für 10 Euro in Deutschland eingekauft. Als ich gesehen habe, habe ich gesagt, das muss ich haben. Wirklich eine geile Pack. Ich denke, da kann man nicht viel Falsches machen. Darum habe ich mir gesagt, ich hole mir da gleich 10 Booster. Und jetzt sind sie da. Heute, der 15.02., sind sie angekommen. Wirklich eine geile Pack. Zum Glück habe ich das vor 2 Wochen gemacht. Denn nachdem ich das gekauft habe, die Packs sind heute gekommen, hat inzwischen Zero of Time auf seinem Channel das Video gemacht. Ich öffne heute Pokémons neueste Tournament Booster und zwar die Prize Packs. Ich denke, viele von euch werden diese Packs kennen, die Pokémon Organized Play Packs, aka Pop Booster Packs, die man halt auf offiziellen Turnieren von der Pokémon Company bekommen hat oder auch auf Hobbyligen oder ähnliches. Pokémon hat das Ganze jetzt noch einmal gemacht und zwar Jahre später. Preispack erste Serie. Davon wird es mehrere Serien geben. Diese hier beschäftigt sich mit der Sword and Shield bis Evolving Skies Serie, so wie ich das rausgefunden habe, mit Karten, die bis zum Jahre 2021 rausgekommen sind. Da wird es jetzt halt immer wieder neue Sets geben. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite halt. Und man kann hier coole Karten drin ziehen. Gerade spielbare Karten sind hier vorhanden, aber natürlich auch sammlerisch krasse Karten, wie zum Beispiel das Gluragos Darkness Ablaze. Es gibt die Evolutions hier drin in VMAX. Und das Schöne ist, die Karten haben alle diesen signifikanten Stempel von Pokémon Organized. Ihr seht, nach dem Video habe ich natürlich gleich wieder gedacht, schaue ich noch mal auf Card Market, wie die Preise sich entwickelt haben, weil in Deutschland Zero of Time, es ist nicht eine No Name in dieser Community, sondern in Deutschland der größte YouTuber, wenn es um Pokémon TCG geht. Und dann schauen wir das mal an auf Card Market und analysieren, wie die Packs jetzt schon sich entwickelt hat. Wir sind jetzt wieder da auf Card Market und ihr seht selber, es hat nicht viele Booster von denen. Das sind genau hier 93 Booster und ich habe die deutschen Booster hier eingekauft, nicht die englischen, weil ich keine englische angeboten bekommen habe. Ich habe einfach jetzt gesehen, gleich zugeschlagen, 10 Euro bezahlt. Und man könnte den Booster ab 13 Euro bekommen. Der Preistrend ist jetzt ungefähr bei 15 Euro. Also nur schon da, preistrendmäßig hat sich weiterentwickelt. Aber das Interessante ist ja nicht, dass die deutschen Booster, wie sie da entwickelt hat. Wir sehen da, was rausgekommen ist. Also es ist schon eine längere Zeit her. Aber wenn man da schaut, ist einmal gefallen auf 10 Euro. Ungefähr dort habe ich es gekauft und jetzt zur Zeit ist es bei 18 Euro. 18 Euro ungefähr ist das letzte Booster verkauft worden. In welcher Sprache wissen wir jetzt da nicht genau. Aber das schauen wir jetzt genauer an. Nämlich, es ist sehr übersichtlich. Ja. Ihr seht da, es ist nicht viel Angebote da. Es sind viel Booster, in dem Sinn viel Booster, weil einer beispielsweise in Deutschland auf Deutsch, also das Produkt, wo ich jetzt da habe, mit 28 Booster hat er für 19 Euro reingestellt. 19 Euro. Ich habe es gekauft, nicht bei Card Market, ich habe es einen Kontaktmann habe ich das gekauft von Deutschland
Ich habe 5 Euro Versand bezahlt für das Ganze. Also habe ich, ja, ich habe 10 Booster gekauft. Das wäre 105 Euro. Wenn ihr jetzt hier anschaut, habe ich jetzt schon fast 90% Gewinn gemacht. Geile Sache, für mich wirklich geile Sache. Ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht, aber nach dem Video von Zero of Time war die Booster wirklich, also den habe ich vorher schon gesehen, der hat dann die Preise geändert und ist jetzt zurzeit der günstigste auf Deutsch mit 19 Euro. Die bekommen man in den Turnieren, bekommt man die. Ich habe zuerst gar nicht gedacht, dass man den gleich findet. Ich habe es wirklich ein paar Mal versucht, den Ganze zu finden. Ihr seht, die Price Pack sind auf dem Markt. Und ihr seht auch selber, der Trend geht jetzt langsam wieder nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass es das Video von Zero of Time auch eine große Rolle gespielt hat. Die 10 Packs werde ich irgendwann die Hälfte mal aufmachen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, damit wir das zusammen rippen können und mal schauen, was da drinnen ist. Charizard VMAX wäre geil mit dem Logo drauf. Mal schauen, und die anderen 5 werde ich sicher sealed lassen für meine Sammlung, auf die Seite legen und mal schauen, wie der Investment da sich weiterentwickelt. Als nächstes schauen wir mal die Sets an, die wir denken, das sind Sets, wo nicht viele aufmachen wollen, weil es kein schlauen Hit drinnen ist. Ja. Gute Karten wie Charizard, Rayquaza, die Eevee Heroes oder wie Lugia, Giratina, solche Pokémon nicht drinnen sind. Darum laufen die Sets auch sehr schlecht. Das sind nicht unbedingt Sammelset, also zum Komplettieren, aber trotzdem. Die Performance von denen Display ist extrem gut, also wirklich extrem gut, weil ich könnte selber denken, ich finde es schlecht, ich skippe den Set, also ich kaufe es nicht ein, lege sie auch nicht auf die Seite, dementsprechend wird auch nicht nirgends jemand den Set haben zu Hause. Dementsprechend ist die Angebot und Nachfrage nach einer gewissen Zeit wieder da, weil man nicht das Set selber will, sondern den Sealed-Produkt. Und das Sealed-Produkt schauen wir jetzt mal an, wie sich der Preis wirklich entwickelt hat. Aber das ist wieder ein Zeichen, man weiß nicht alles und auch ein bisschen mal die Sätze anschaut, die man selber gar nicht gut findet und wie die dann später performen könnte. Ich nehme jetzt ein paar Beispiele und schaue mir das Ganze an, wie sich das entwickelt, wie sich das performen könnte und was ich noch selber gemacht habe. Das Set, wo jeder sagt, es ist kacke, ist Rebel Clash. Der Übername vom Rebel Clash ist Rebel Trash. Nur schon der Name sagt selber, dass die Leute es wirklich nicht gerne gesammelt hat und dementsprechend auch nicht viel eingekauft haben. Darum ist die Produkte rar auf dem Markt. Wenn man jetzt anschaut, es hat jetzt genau noch 22 Stück auf Card Market. 22 Stück. Oh mein Gott. Sind nur noch 22 Stück. Wenn ich überlege, vor 3/4 Jahre hätte ich den Set für 180 kaufen können. Ich habe es nicht gemacht. Leider, nachhinein ist man immer schlauer, kann man immer sagen, hätte ich doch. Aber was man nicht gemacht hat, nicht überlegen, vergessen. Denn Rebel Clash hat sich entwickelt. In Englischen kostet jetzt zurzeit in Holland
für 245 Euro. Das ist in Holland und das ist einen. Es wird immer mehr abverkauft, darum wird der Preis auch steigen. Schauen wir mal in Deutschland. Oh, ne, die Schweiz kommt zuerst. Schauen wir in der Schweiz. In der Schweiz kostet der Display jetzt schon 330 Euro. 330. Das ist eine gigantische Zahl, für das eigentlich eine Set ist mit keinen guten Chase-Karte drin, also kein richtiger Treiber für das Set, aber weil es eben wenig gibt und die Nachfrage mehr ist als das, was wo da ist, also 22 Display in ganz Card Market, haben wir da natürlich eine steile Preisentwicklung. 330 kostet der. In Deutsch, und das in Deutschland, würde es jetzt schon 350 Euro kosten. Also 350 Euro für dieses Display. Schauen wir das nächste Display an, wie dort der Preis entwickelt hat. Ich habe hier eine Base-Set Sonne und Mond als Beispiel genommen, weil ich den habe. Dementsprechend kann ich es besser beurteilen. Vor ungefähr 3/4 Jahr, genau gleich wie bei Rebel Clash, habe ich angefangen, Displays noch nachzukaufen. Und ich habe mir, da oben ein Sonnen- und Mond-Display Base-Set zugelegt. Auch hier sieht man, dass es konstant, jetzt zurzeit sehr konstant ist, der Preis. Immer so circa bei 300 Euro. Wie gesagt, auch hier Sonne und Mond, keine Chase-Karte drin, wo das Ganze wirklich antreibt. Aber weil es so wenig auf dem Markt ist, 24 Displays sind da auf dem Markt bei Card Market. Darum steigt der Preis natürlich, weil die Nachfrage wird höher sein als die 24 Displays, wo wir hier haben. Schauen wir mal. In Deutschland ist der erste mit Acrylcase. Das finde ich schon nice. Ich habe ja auch meine im Acrylcase drin. Und man sieht da, der erste in Deutschland auf Englisch wäre für 300 zu haben. 300 Euro mit Versand. Das ist natürlich Versand in der Schweiz. In Deutschland ist ein anderer Versand. Aber es ist ja mit meinem Account, wo ich drinnen bin, darum sieht man den Preis, auch wenn ich es in die Schweiz einführen würde. Schön, dass es so gut entwickelt habe. Ich habe es, damit wir einen Vergleich haben, habe ich den für 220, glaube ich, 220 Franken, also ungefähr gleich viel wie in Euro, 220 Euro, habe ich den gekauft und eine gute Wertsteigerung hat sich jetzt da hinterlegt. Freude herrscht für mich. Ein Set will ich unbedingt mit euch anschauen, denn ich finde, dieses Set hat richtig viel Potenzial, weil das Set ist nicht sehr schlecht, ist auch nicht sehr gut. Welches Set meine ich da? Es ist auch nicht meine Lieblingsfarbe. Es geht um Fusion Strike. Warum nehme ich diese Fusion Strike als Beispiel? Denn Fusion Strike hat genau 2-3 Chase-Karten. Geile Chase-Karten, wirklich sehr nice Chase-Karten. Aber da es eigentlich sehr blöden Moment rausgekommen ist, nämlich nach Evolving Skies. Fusion Strike ist wirklich ein geiles Set. Es hat 3 Chase-Karten, 4 Chase-Karten, die man da drinnen pullen kann. Die Pull-Rates ist einfach sehr schlecht. Aber das Set hat was, die meisten sind so wie ich, sagen, es ist gut, aber ich würde es jetzt nicht mehr öffnen, weil es einfach, die Pull-Rate einfach zu schlecht ist. Ich gehe lieber diese Karte einfach einkaufen und anstelle den Display selber. Zurzeit hat es immer noch in ganz Card Market 409 Display. Das ist
sieht viel aus gegen Gegensatz zu Rebel Clash oder Sonne und Mond. Das ist ja klar, die zwei sind auch ältere Sets, aber es ist nicht mehr viel da. Und man könnte sogar in der Schweizer kann man den für 130 schon einkaufen. In Deutschland ist er bereits am Steigen. Also in Deutschland kostet der schon 129 Euro. Ich denke, das ist ein okay Preis, weil ich selber habe auch vor ein paar Monaten für 120 eingekauft und habe ein paar Display auf die Seite gelegt. 120 Euro. Wenn man da schaut auf CardMarket, ist der Trend nach oben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich auch jetzt Chilling Rain nach vorne nehme, ist der Grafik ungefähr gleich. Aber ich will das Video wirklich in einem halben Jahr, ich habe mir schon das in Agenda reingetan, dass ich dann wieder ein Video mache über dieses Set, um zu schauen, wie sich da performt hat, ob der jetzige Tran Van Thuan in der Zukunft auch sagen kann, hey Thuan, Vergangenheit Thuan, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Aber das schauen wir dann an. Das ist jetzt nur als Experiment, habe ich das Video jetzt hier aufgenommen für euch und werden wir dann in einem halben Jahr noch mal reinschauen. Ihr seht selber, es kann sein, dass ich falsch liege, aber so wie ich den Indikator anschaue, würde es höchstwahrscheinlich später wirklich so performen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch so entwickelt, dass die Silberprodukte, die gewinnen immer an Wert. Ich habe noch kein Silberprodukt in der Hand gehabt, wo in der Zukunft nicht an Wert gewonnen hat. Ob das jetzt wirklich ein Produkt war oder nicht, sorry für den Ausdruck, aber es hat sich gezeigt, dass die Seal-Produkte immer gut performen. Darum denke ich, dass wenn man ein bisschen Geduld hat, das ist natürlich schon auch wichtig, dass man auch einen Preis erzielen kann, die man selber zufrieden ist. Auf jeden Fall, wenn euch interessiert, was im Pokémon-Welt einkaufen könnt oder was ihr auch wieder verkaufen könnt, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und folgt mir, damit wir das zusammen anschauen können. Ich selber bin nicht nur Investment, einer der investiert, sondern auch einer, der sammelt und auch Spaß daran hat. Darum, wie gesagt, das darf man nicht vergessen, das Spaßfaktor, das gehört dazu. Das gehört wirklich dazu, dass man auch da den Spaß hat zu sammeln, zu tauschen, zu traden und auch das Ganze. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Das ist wirklich Sachen, die ich einfach geil finde. Und wie gesagt, wir sehen uns. Ciao.